für mich als jemand, der verantwortlich ist für die Operation, ist das wie ein Herzstoß. Also es ist furchtbar zu sehen, wenn über 80 Flugzeuge stillstehen in der Sonne und nicht mehr bewegt werden. Diese Vorbereitung darauf, endlich wieder die Flugzeuge aus der Halle zu holen, vorzubereiten, dass sie wieder fliegen können, das war ein Stück weit schon ein Glücksmoment, muss man sagen. Und als es dann endlich losging, war ein ganz, ganz toller Moment und was Besonderes, um die Voraussetzung zu schaffen, dass die Austin wieder fliegen kann.